Der Kreis Plön in Schleswig-Holstein hat 130.000 Einwohner, die sich auf 85 Städte und Gemeinden verteilen. Wie auch in allen anderen Regionen Deutschlands wird im Kreis Plön die Hälfte der verbrauchten Energie für die Erzeugung von Wärme eingesetzt. Der Wärmesektor ist für 40% der CO2-Emissionen verantwortlich. Das will man im Kreis Plön jetzt ändern und hat dafür das Wärmeplanungskataster Plus entwickelt, eine Karte für die Wärmedichte, die den Bedarf und das Angebot von Heizenergie aufzeigt. Das Wärmeplanungskataster Plus erfasst die großen Energieverbraucher wie Schulen, Pflegeeinrichtungen oder Verwaltungsgebäude. Dargestellt werden aber auch die potenziellen Erzeuger, wie zum Beispiel Biogasanlagen. Mit dem Kataster haben die Kommunen im Kreis jetzt einen fundierten Überblick über die Wärmedichte vor Ort und damit eine gute Grundlage für die Planung einer klimafreundlichen Wärmeversorgung. Das Wärmeplanungskataster Plus ist innovativ durch seine hohe Datendichte und die allumfassende Analyse. Und darüber hinaus mit der Betrachtung eines ganzen Kreises im ländlichen Raum deutschlandweit wohl ziemlich einmalig. Mit unserem Wärmeplanungskataster möchten wir die Wertschöpfung in unserer Region halten. Außerdem möchten wir Vorbild für andere Kommunen sein und die Bürgerinnen und Bürger für das Thema Klimaschutz begeistern.